Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Northgard. Und wir haben immer noch die Aufgabe, ich nehme mal die Pause raus, immer noch die Aufgabe, hier schneller zu sein als die Liv vom Rabe-Clan, was die Handelspunkte angeht. Und wie erreichen wir das? Also zuallererst können wir mal was forschen. Das haben wir jetzt völlig vergessen. Genau, da machen wir, würde ich sagen, Zimmereibeherrschung. Dann kostet uns die Aufwertung in unsere Gebäude weniger. Das ist sehr gut. Und dann können wir unseren Segen reinklopfen. Was machen wir denn da? Ich glaube, die Zufriedenheit wäre sehr gut, wenn wir machen. Genau, das machen wir. Baldurs Segen. So. Und so viel dazu. Mehr können wir jetzt nicht machen. Und dann können wir hier hingehen und unseren Handelsposten aufwerten. Und dann können wir da einen neuen Typen reinsetzen. Zack. Und dann kriegen wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Gold noch. So. Marktplatz können wir ebenfalls noch bauen. Ach, der ist ja gar nicht so groß, der Marktplatz. Den setzen wir mal hier hin. So. Der produziert auch wiederum Gold und dann können wir eventuell hier höher raufkommen, dass wir tatsächlich eine Stufe hochschalten können, ab und an, also nicht andauernd, also 20 Gold werden wir dadurch nicht bekommen, aber vielleicht ein bisschen mehr, dass wir ab und zu hochschalten können und dann hier den Abstand zwischen uns vergrößern noch. Sonst sieht es eigentlich sehr gut aus. Ah, hier war noch nicht bei uns drin, deswegen werden wir nicht geheilt. Verdammt, habe ich jetzt auch vergessen. Aber nun gut. So ein weiteres Schaf wäre hier natürlich auch super, ne? So, was bietet denn der? Wie viel bringt der? Also wir haben jetzt 7 und jetzt haben wir 10, also 3. Normal. Und wie funktioniert das hier? Kauft. Okay, wir können hier kaufen. Allerdings, okay, das geht erst hoch noch. Das tickt nach oben. Oh, wir haben das Maximum erreicht. Oh, oh. Ah, wir haben keinen Platz mehr in unseren Ländereien. Da müssen wir irgendwo was aufwerten. Und zwar hier. Kostet uns 100 Kronen. Oh Mann. Ganz schön teuer. Aber was sein muss, muss sein. So. Ich würde sagen, wir könnten auch mal hingehen und einfach eine Stufe höher schalten. Mit Routen einstellen. Ach so, einstellen. Als sozusagen canceln. Nicht einstellen, als wenn man Settings einstellt. So, sind wir hier weiter. Marktplatzpreise. Verringern sich. Das brauchen wir nicht. Ach was, okay. Nahrungshandel erhöht. Das ist nicht schlecht. Leute, das ist nicht schlecht. Das probieren wir mal aus hier. Und das handeln wir mal mit den Kobolden. So. Wunderbar.
Da ist ein Untätiger, genau. Und den schicken wir auch mit in den Marktplatz. Ey, da kommen wir tatsächlich doch ins Plus. Schaut mal. Genial. Ja, jetzt dürften wir eigentlich davon rennen. Ich glaube, wir schalten einfach mal spaßhalber eins höher. Noch. Ach, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Ruckzuck haben wir das voll. Das holt er nicht mehr ein, der andere. Die Liv. So, wir versuchen hier mal einen Angriff auf diese Valkyrie. Oh, die haut echt gut zu. Unser Halbert. Aber das ist machbar. Zack, da geht sie down. So. Das können wir nicht, sonst kriegen wir Ärger mit den Kobolden. Also müssen wir uns das hier zuerst schnappen. 200, okay. Scheinbar blockieren die Mauern auch die Einnahmegrenze, also die Gebietsgrenzen für das Besiedeln. So, damit gehört uns das hier. Eine Zufriedenheit und verringert den Verbrauch von Holz im Winter. Sehr gut. Hier haben wir auch wieder Steine, falls wir sie benötigen sollten. Ja, der Winter naht auch. Und hier, oha, Rattenplage. Die Silos schützen derzeit 300, okay. Ja gut, das geht ja noch. Hm. Kommen wir damit über den Winter? Ich glaube schon, oder? Wir gucken einfach mal, Leute. Oh, und wir haben das Maximum erreicht. Wir könnten unseren unseren Heimatbereich hier erweitern. Nein, das machen wir nicht. Wir reißen das hier weg. Yep. Bauen hier noch ein Haus rein. So. Ui, und da haben wir eine Zufriedenheit von 5. Das ist nicht schlecht. Hier, er ist krank und da unten auch einer unserer Kriege. Ärgerlich. Also, jetzt würde ich mal sagen, haue ich hier wieder ein bisschen nach oben. So, ist besser. Aber das hat uns echt was gebracht, hier jetzt einfach mal ein bisschen Schub zu geben. Jetzt sind wir schon über 1000 und ja, das schafft die Liv nicht mehr, glaube ich, oder? Das nur einzuholen. So, und er ist jetzt auch geheilt, also hat noch keinen Schaden genommen. Deswegen hauen wir jetzt hier auch noch die Drauger um. Nicht auf den Kranken, bitte. So. Was haben wir hier noch? Valkyren sehe ich da.
Ja, das ist jetzt einfach ein Spiel. Also, eine Mission, ein Einsatz, wie man es nennen will. Der jetzt einfach davon abhängt, wie schnell wir hier Punkte generieren. So. Damit ist der Winter auch vorbei und es geht wieder richtig bergauf. Beziehungsweise es ging ja nicht wirklich bergab in dem Sinne. Es war ja normal. Wir können auch bald schon wieder forschen. Und dann würde mich noch das hier interessieren. Dafür brauchen wir aber einen Speer. Den können wir ja mal bauen jetzt, den Speer. So, das soll mal was tun. So, was machen wir denn? Wir brauchen hier halt wirklich Militär gar nicht, ne? Das ist eigentlich, können wir vernachlässigen. Dann machen wir mal hier Fleiß. Oh. Und wir nehmen dieses Gebiet ein, wenn wir es schon können. Jawohl. Und hier ist auch gleich unser Speer. Ja, geht doch. Natürlich hier auch wieder. Ja, komm, das machen wir. Wir werden das Gebäude noch auf und setzen noch einen weiteren Händler mit rein. Ach, guck mal, jetzt können wir auch Stein und Eisen handeln. Bringt uns das. Können wir hier irgendwo die Händler aufbessern? Seefahrer produzieren 15% mehr Kronen. Okay. Ja, das können wir auf jeden Fall. Gehören die am Marktplatz, sind es auch Händler. Oh Leute, das ist nicht schlecht, das machen wir mal. Aber man sieht es irgendwie nicht. Oder? Machen wir mal. Da haben wir nicht genug Eisen jetzt. Naja, gut, aber haben wir ja eh bald geschafft, ne? Oh, die Portale. Oh, drei an der Zahl. Oh weh. Ob wir da nicht eventuell sogar noch nachbessern müssen und noch einen weiteren Krieger einstellen müssen? Aber sie kriegt auch Probleme, schaut mal. Aber nur von zwei. Das ist ja fies. Na, wir hoffen einfach mal, dass wir das schaffen. Unsere drei Leute. Und wir können gerne nochmal hochschalten. Und die ganze Geschichte beschleunigen. Aber das holt Liv eh nicht mehr auf, also.
500. Wir würden hier 60 dazu bekommen. Ui. Das ist eine Menge Eisen. Ja, ja, Kobolde. Können wir dann eigentlich auch auf die andere Seite? Ich glaube nicht. Es gibt ja sonst nichts anderes mehr, was wir noch eventuell bauen könnten, um das zu beschleunigen. Ja, das war's eigentlich echt. Wir könnten... Nee. Nee, Leute. Das war's. Schneller geht einfach nicht. Es ist jetzt ein reines Geduldsspiel, nur noch bis das abläuft hier oben. Naja. Wollen wir vielleicht... Können wir einen Krieg führen eigentlich? Also... Wir könnten es, ja. Aber das lassen wir mal. Der Halbert ist eh so ein bisschen, ja, leicht pazifistisch eingestellt. Hier so, ist diese Barbarei wirklich nötig? Wir sind auch schon wieder hier auf unserem Maximum angelangt. Wir brauchen mehr Häuser. Was du nicht sagst. Ja, dann bauen wir doch einfach noch eins, hm? Schaden kann das jedenfalls nichts. Ja, was haben wir denn hier? So Leute, jetzt geht's gleich los. Gleich kommen hier die Drauger und los geht's. Oh weh. Die hauen aber gut zu, du. Ha. Aber wir haben sie besiegt. Ist uns tatsächlich einer gestorben? Ach nee. Tatsächlich doch. Och nö, jetzt habe ich ihn extra weggeschickt. Ärgerlich. Aber gut. Moment mal. Ach so. Wo sind jetzt diese Handwerker hin, den ich hierher geschickt habe? Hat er jetzt noch nicht fertig gebaut gehabt? Hoppla.
Tja, was machen wir? Und den Segen auch noch. So. Aber wir haben es eh gleich geschafft, Leute. Müssen allerdings jetzt leider auf eine andere umsteigen. So. Aber es sind eh nur 100 knapp, was wir brauchen. Dann ist es geschafft. Erdbeben, oh nein! Wo denn? Hoffentlich brennt nichts von uns. Ja, ich glaube, wir haben Glück gehabt. Oh, ach so, die kommen erst. Ah ja. Hm. Ja, da würde ich aber sagen, sind wir sehr gut vorbereitet. Schaffen wir schon. Und der Winter ist vorbei und ein neues Jahr beginnt. Wie schön. Gleich haben wir es. Wir sind schon bei 99%. Und die anderen, die Rabe-Clan-Leute, sind noch nicht mal über der Hälfte. Das haben wir geschafft. Bravourös, also wirklich triumphal. Wir haben im Bereich des Handels unsere Überlegenheit in der Region etabliert. Alle durch diese Mündung transportierten Ressourcen müssen an uns vorbei. Herzlichen Glückwunsch, meine Herren. Ich wurde anständig und ehrlich geschlagen. Ich glaube nicht, dass mein Meister das gut aufnehmen wird. Kostet eure Vormachtstellung also aus, solange sie währt. Tja, diese Region ist für mich nicht mehr von Nutzen. Gehabt euch wohl. Nicht besonders erpicht auf Hagens Reaktion. Ich werde... Was? Nicht besonders... Fehlt da nicht ein Buchstabe? Ein Wort? Naja, egal. Ich werde mir das was anhören müssen. Ja, weil dann geh auf nach Hause, ne? Also, da kommt er. Wiederschauen. Das war vielleicht eine verblüffende Reaktion. Mit Wildheit und Entschlusskraft hat sie Probleme, aber ihr Lob schien von Herzen zu kommen. Ja. Brand, Halbert, ich habe gerade von Egi gehört. Er hat Hagen in einer nahegelegenen Region aufgespürt. Ich werde mich ihm jetzt anschließen. Festigt bitte, was wir hier aufgebaut haben. Genau. Ich freue mich, dass der Augenblick eurer Rache endlich naht. Passt auf euch auf, Gebiete. Wir werden so bald wie möglich zu euch stoßen. Ja. Denkt bitte daran, dass das Errichten einer Handelsroute von einem Handelsposten aus all unsere zukünftigen Einsätze mit dieser Region beeinflussen wird. Okay. Okay. Das ist interessant. Ja, also ist das jetzt tatsächlich so oder ist das nur so geschichtstechnisch was erzählt? Das müssen wir mal gucken. Jawohl, Leute. Ha, Sieg! Wir haben es geschafft. Und damit, wir gehen noch auf die Karte vor. Also, ja, komm, das machen wir. So. Schauen wir uns das noch an. Hier runter geht's. Kapitel 5, Strafexpedition. Ja, Leute, aber wir sind leider am Ende dieser Folge. Und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht wieder. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert auf der Strafexpedition. Klingt ja schon mal verheißungsvoll, ne? Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge. Ich sag mal, bis dann,
euer Neffler-Tour.